Ist wieder der Testmischel von YouTube. Heute wollte ich euch mal einen super kleinen Media Player vorstellen. Das ist dieses Gerät hier. Da kann man seine Filme per USB-Stick oder SD oder MMC-Karten anschauen. Ich habe mir dieses Gerät gekauft aus folgendem Grund. Man kann einmal per HDMI das Gerät an den Fernseher anschließen oder über Shinch bzw. SCART. Ich zeige euch mal gerade mein altes Gerät. Das ist mein uraltes Gerät. Da ist eine 80er Platte drin. Hier konnte man damals, muss ich mal gerade zeigen, das war dieses Kabel hier. Das hat man dann hier hinten in AV reingesteckt. Und dann konnte man das dann halt an seinen alten Röhrenfernseher anschließen oder dann halt hier hinten über diese Shinch-Eingänge. Aber ich habe, wie gesagt, was mit HDMI gesucht und was auch MKV-Dateien wiedergeben kann. Und da war das hier ein bisschen veraltet gewesen. Wollen wir das gute Gerät mal auspacken? Wir haben einmal das Gerät selber, zeige ich gleich noch. So. Ja, das ist dieses Kabel über Shinch-Anschluss oder halt, wenn man diesen Adapter hat, den ich gerade mal gezeigt habe, kann man auch über SCART gehen. Jo, einmal die Stromversorgung. Das ist noch ein anderer Adapter. Ich glaube, das ist einmal US und das ist dann also EU. Einmal die Fernbedienung und eine Bedienungsanleitung, denke ich mal. Genau, User Guide. Zeige ich gleich auch noch alles. Ja, hier ist das Gerät selber. Das ist wirklich super winzig. Hier mal meine Hand. Ist aus Aluminium gefertigt. Hier oben auf der Oberfläche haben wir den Schriftzug. Die Front. Wir haben hier einmal einen USB-Eingang, dann ein LED-Lämpchen, hier ein Lämpchen für die Fernbedienung und hier der SD- bzw. MMC-Kartenslot. Sehr schön verarbeitet. Hier steht nichts davor, ist auch nicht scharfkantig. Dann haben wir die Rückseite, Poweranschluss, HDMI-Anschluss. Und hier kommt das Kabel rein, wenn man über Shinch oder SCART gehen will. Auf der Rückseite haben wir noch hier so eine Bezeichnung. Jetzt zeige ich gerade noch, wie man den Adapter hier in das Netzteil reinsteckt. Hier unten ist so ein kleines Hebelchen, da steht Open drauf. Das zieht man nach unten und dann steckt man den hier oben so rein. Klack den hier unten so dran, also dran drücken und loslassen. Und schon ist er fest. Ja, so, jetzt schließen wir mal den Onkel an und gucken mal, was er so kann. Wir haben, wie gesagt, einmal eine SD-Karte, dann habe ich noch irgendwo einen Stick gehabt. Wo fliegt er rum? Ach ja, hier. Da ist noch ein USB-Stick, dann eine 1,5 Terabyte-Platte. Hier ist noch ein... Und hier sind zwei Katzen. Bevor ich das vergesse, man muss die Fernbedienung genau auf den Media Player draufhalten, also beim Drücken. Sonst hat er Probleme beim Empfang und reagiert nicht richtig. So, der Media Player ist mit dem HDMI-Kabel verbunden. Das geht hinten rein. Jetzt gehen wir mal Strom drauf. Hopp, 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 hopp. Strom. So. Mal gucken, was passiert. Sehr schön. Aha, so sieht er also aus. Also das ist halt das Anfang-LV-Datei. Hier die Datei, zeige ich auch mal, die spielt da komischerweise nicht ab. Woran das liegt, kann ich auch nicht sagen. Da kommt diese Meldung. Komisch. So, gehen wir wieder zurück.
Das ist eine von den zwei Dateien, die er eben nicht abspielen wollte. Warum auch immer. Das ist ein Animationsfilm. Ich zeige mal gerade die Datei selber. Eigenschaften. Ja, also wie gesagt, ist eine ganz normale FLV-Datei. Aber warum der jetzt nicht abspielt, keine Ahnung. Wenn ihr mal richtig gute Animationsfilmchen sehen wollt, dann geht ihr mal auf Plur, also gibt bei Google Plur Animation ein und dann klickt ihr hier oben auf Work und dann seht ihr halt die ganzen Videos, die mal gemacht haben, meistens so Computerspielen. Hier haben wir Resident Evil, den haben wir eben mal reingeguckt, hier dieser DC Universe, Batman, dann hier Star Wars, The Goon, also die machen richtig schicke Sachen, die kann man sich ruhig mal anschauen. Ja, wer will, kann sich noch so klein. So, jetzt haben wir eine 1,5 Terabyte-Platte dran geklopft. Das ist jetzt der Film 300 als Blu-ray, also MKV. Mein LG, der hat ja auch einen Media Player verbaut. Nur der kann diese Dateien nicht abspielen. Da hat er Probleme mit. Jo, lassen wir mal gerade vorlaufen. Niemals zurückzuweichen, sich niemals zu ergeben, dass der Tod auf dem Schlachtfeld. Im Dienst des Spartas. Ja. Funktioniert auch einwandfrei. Kann ich da irgendwelche Infos hier anzeigen lassen? Warte mal, Subtitel? Mal gerade gucken, ob man die ausstellen kann. Seht mal was? Ah ja, Untertitel AB, Untertitel auf. In 7 Jahren wurde er AB. Diesen Sparta Brauch war. Jo. Seine Mutter. Untertitel haben wir aufgestellt, funktioniert. Info. Geschaffen von der 3. Ah ja, da haben wir die Info. Um die besten Soldaten hervorzubringen. Oben ist eine Info angezeigt. Die kann man auch ein bisschen wegklicken. Ich kann mal gerade gucken. Ja. Kommt nochmal von 21 Euro, nochmal 5 Euro, bis zwar 26 Euro. Zu 32 Euro sind 6 Euro Unterschied. Wie gesagt, ich habe aber, zeige ich jetzt gerade nochmal. So, das ist die Fernbedienung von dem etwas günstigeren Player. Diese hat mir aber nicht so gut gefallen. Ich zeige euch gleich auch nochmal warum, weil ich habe ein vergleichbares Modell. Ich habe ja eben den etwas günstigeren Media Player bei Amazon Dina gezeigt. Die beiden Geräte sind ja absolut baugleich, auch was jetzt die, sag mal, Anschlüsse angeht. Nur halt der Aufdruck ist anders. Und die unterscheiden sich halt nur in der Fernbedienung. Das etwas günstigere Gerät müsste eine Fernbedienung in der Art, wie diese hier haben. Und das, was ich bestellt hatte, da sieht die Fernbedienung so aus. Ich habe lieber ein paar Euro mehr ausgegeben, weil die Anordnung der Tasten, die hat mir besser gefallen. Zum Beispiel die Power-Taste hier oben, die ist größer. Dann sind diese Tasten hier nicht so geknubbelt wie zum Beispiel hier. Ja, aber das muss halt jeder für sich selber entscheiden, was er lieber mag, ein paar Euro weniger ausgeben und dann eine Fernbedienung in etwa dieser Art bekommen oder halt so etwas. Jo, jetzt haben wir das Gerät. Wo ist es? Halt per Guard verbunden mit diesem Ginger Adapter, USB-Stick ist eingesteckt und jetzt wollte ich schon mal gerade zeigen, dass auch ein Röhrenmonitor per Guard betrieben werden kann. So, gehen wir in den Dateiordner rein. USB. Zack. Und nehmen wir mal gerade einen Film. Source Park ist er angeschlossen. Und jetzt habe ich hier hinten so ein Strommessgerät. Ich hoffe, man sieht das. Und da steht jetzt 0 Watt. Da. So, jetzt stecke ich mal meinen Föhn rein. Wo ist er? Da ist mein Föhn. Einen Moment. Ich muss mal gerade den Föhn reinstecken. Hier fliegt mir also die Witterung raus. Say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. So, der ist 1284 Watt. Den mache ich wieder raus. Jetzt stecke ich den Player wieder rein.
Immer noch 0 Watt. Und hier ist der Player. Jetzt kommt das Menü wieder. Also der hat wohl absolut keinen Stromverbrauch. So wie das hier aussieht. Ja. Ja, auch nicht schlecht. Entweder guckt man seine Filme ja über die PlayStation 3, über den PC. Und die verballern ja ganz gut Strom. Und da ist das hier ist echt eine Alternative, weil bei mir zeigt er nichts an. Ich weiß ja nicht, wann er großartig Strom verbrauchen soll. Der tut ja eigentlich nur die Sachen wiedergeben, die angeschlossen sind. Und so ein USB-Stick hat ja nichts, gell? Wenn man jetzt eine Festplatte dran hätte, wäre natürlich was anderes. Da hätten wir ein paar Watt mehr. Aber so gesehen ist es ja nur ein Netzteil hier. Ja, 0 Watt. Das ist jetzt von meinen Logitech PC-Boxen. Wie man sieht, ist alles schön geordnet. Man weiß, wo seine Sachen sind. Und es lässt sich prima transportieren. Ich hätte gerne auch so einen Tragegriff dran gehabt, wie bei dem hier. Das ist jetzt für mein Navigationsgerät. Hier habe ich auch immer alles dabei und weiß, wo meine Sachen sind. Ja, was gibt's zu sagen zu dem IncrediSonic Media Player? Ist ein wirklich schicker Media Player, super winzig, top Verarbeitung, müsste Aluminium sein. Kann man überall einen mitnehmen, lässt sich per HDMI anschließen oder auch sogar SCART. Spielt so gut wie alle Formate ab. Und ich spreche mal hier eine absolute Kaufempfehlung. So, wieder zurück. Ich hoffe, man sieht das. Halte ich mal gerade hier hin, wahrscheinlich nicht. Also, wichtig sind halt die Taste. Das ist Pfeiltaste nach links, Pfeiltaste rechts. Mit OK wird immer bestätigt hier. Und hier unten ist die Return-Taste. Da geht man aus dem Menü immer zurück. Ja, jetzt hat man gesehen, wie der halt von dem Hauptmenü jetzt in den Screensaver gesprungen ist. Ja, kann man, wie gesagt, ja auch einstellen. Passiert halt, wenn man den Media Player nicht nutzt. Jetzt mache ich mal einen USB-Stick rein. Dann springt er wieder ins Menü. Und wir gehen jetzt mal auf den Forscherordner. Ja, das kann man hier auswählen. USB-Sticks oder diese Karten. Ja, ich habe verschiedene Formate drauf. Die Einstellungen. Da drücken wir mal, also man muss mit der Pfeiltaste rübergehen, dann drücken wir mal auf OK. So, jetzt zum ersten Mal die Sprache ändern. Die ist nämlich von Werk aus auf Englisch eingestellt. Jetzt gehen wir mal auf Deutsch. Und mit der Return-Taste gehen wir wieder zurück. So, ein Screensaver haben wir noch. Gucken wir mal, was das ist. Ach so, da kann man halt nur die Dauer einstellen. Gehen wir wieder zurück. Video-Output-Modus. Da gibt es auch noch verschiedene Einstellungen, PAL, NT, SC, HDMI, jo. Dann gehe ich auch mal wieder zurück. Audio-Output-Modus, normal, SPDIF, bla bla bla, und normal, PAL, SPDIF, bla bla bla. Jo. Gehen wir wieder zurück.